Dann haben wir das erledigt und ich kann aufrufen die Fragestunde. Und wir beginnen mit der Frage 33, das ist den Abgeordneten Dietz. Bitte schön, wo ist er? Da. Ich frage die Landesregierung, welchen konkreten Vorteil verspricht sie sich von der Gründung der IT-Genossenschaft Copit? Herr Minister der Finanzen, Herr Schäfer. Herr Abgeordneter Dietz, die ständig fortschreitende technologische Entwicklung und die zunehmende Etablierung digitalen Verwaltungshandeln erfordert zwischen den öffentlichen Informationstechnologieträgern neue Formen der Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wurde die Copit EG, Kurzform für Kooperationsplattform IT, öffentlicher Auftraggeber, gegründet. Sie soll zukünftig Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie zwischen dem Land Hessen, den hessischen Kommunalverwaltungen, den Universitäten sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Institutionen fördern. Zunächst mal steht im Mittelpunkt die Möglichkeit verstärkter gemeinsamer Beschaffung von Hard- und Software sowie von IT-Dienstleistungen aller Art. Nach dem Motto, je größer ein Auftragsvolumen ist, desto besser sind die Konditionen, die am Markt erzielt werden können. Darüber hinaus soll sie als Plattform für den Erfahrungsaustausch und den Transfer von Informationen und Wissen zwischen den einzelnen großen IT-Trägern der öffentlichen Verwaltung dienen. Und darüber hinaus soll langfristig das Ziel gemeinsamer Standards zwischen den verschiedenen IT-Trägern über die Genossenschaft etabliert und gefördert werden. Über Fragen, dann komme ich zur Frage 344, Herr Abgeordneter Dr. Bartelt. Ich frage die Landesregierung, was wird durch den Wettbewerb Aktion Generation lokale Familien stärken gefördert? Herr Sozialminister Küttner. Herr Abgeordneter, mit dem demografischen Wandel, bedingt durch Geburtenrückgang und eine steigende Lebenserwartung, kommen neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen zugleich auf uns zu. Die Veränderung von Familienstrukturen, die geringer werdende Zahl junger Menschen, die steigende Zahl älterer und alleinlebender Menschen, diese Auswirkungen zeigen sich vor allem in der Kommune, also vor Ort. Nicht nur die Bedürfnisse der Menschen, sondern auch das Verhältnis der Generationen zueinander wandelt sich. Mit dem Wettbewerb Aktion Generation lokale Familien stärken greift die Hessische Landesregierung diese Entwicklung auf. Der Wettbewerb möchte Anstoß geben, die Bedürfnisse und die Potenziale aller Generationen vor Ort gleichermaßen in den Blick zu nehmen, Angebote und Möglichkeiten generationenübergreifend aufeinander abzustimmen, gegebenenfalls bestehende Angebote auf das Verbindende der Menschen neu zu justieren, bewährte Strukturen zu nutzen und für neue Perspektiven der Nutzung zu öffnen. In den vergangenen Jahren ist bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen entstanden, die oft vor allem einzelne Zielgruppen im Blick haben. Dies sind beispielsweise Senioren- und Generationenprojekte, Engagementlotsen, Freiwilligendienste, Mehrgenerationenhäuser, Demenzbegleiter, Alltagshilfen für Senioren, Patenschaften für Kinder, Fahrdienste, kulturelle und sportliche Angebote, Wohnberatungsstellen oder auch lokale Leitstellen älter werden. Diese Angebote sollen womöglich und sinnvoll miteinander verknüpft werden, sodass in der Kommune ein abgestimmtes Netz für die Bürgerinnen und Bürger entsteht. Haupt- und ehrenamtlichen Angeboten, Hilfen und Akteure sollen zusammengeführt und so intelligente Netzwerke geknüpft und nachhaltig auf der kommunalen Ebene aufgestellt werden. Das Miteinander der Generationen und die Verantwortung füreinander vor Ort stärker in den Blick nehmen, Unterstützung und Teilhabe sichern, also die Stärkung der lokalen Familie und des Gemeinschaftsgefühls und die Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen. Das will der Wettbewerb stärken und fördern. Dann kommen wir zur nächsten Frage. 346, Abgeordneter Stephan. Ich frage die Landesregierung, welche Entwicklungsperspektiven eröffnen sich aus Ihrer Sicht auf Grundlage der vor kurzem veröffentlichten Studie Energiesektor Energiewende in Hessen im Sektor erneuerbarer Energien in unserem Land in den kommenden Jahren? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Stephan, Hessen ist als führender Wirtschaftsstandort auf eine sichere, umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung angewiesen.
Dies erfordert einen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Anpassung der Netzinfrastruktur und deutliche Fortschritte bei der Energieeffizienz. Diese Ziele der Energiewende bergen große Chancen für unsere Unternehmen, die dafür gut qualifizierte Fachkräfte benötigen. Die von Ihnen genannte Studie untersucht deshalb das Thema Fachkräftesicherung im Energieland Hessen. Im Blickfeld stehen dabei nicht nur die Energieerzeuger und Versorger, sondern auch Planungs- und Beratungsbüros, Industrie, Dienstleister und große Teile des Handwerks. Demnach bewerten die Betriebe die Standortbedingungen in Hessen überwiegend als gut. 87% der befragten Betriebe des Energiewendesektors sehen ihren Qualifikationsbedarf als gedeckt an. Lediglich punktuell fehlt es an ausreichend qualifizierten Arbeitskräften. Die Studie zeigt, dass die weitere Entwicklung dadurch aber nicht gehemmt wird. Die Betriebe sind in der Aus- und Weiterbildung sehr engagiert und setzen zur Fachkräftesicherung und Gewinnung auf unterschiedliche Maßnahmen, vom Gesundheitsschutz über die Aus- und Weiterbildung bis hin zur Vergütungsstruktur. Sie werden dabei mit dem Gesamtkonzept Fachkräftesicherung Hessen in Verantwortung von Herrn Staatsminister Grüttner mit einem umfangreichen Maßnahmenmix in den drei strategischen Bereichen Aus- und Weiterbildung, potenzialorientierte Arbeitsmarktpolitik und Internationalisierung als Standortfaktor tatkräftig von der Landesregierung unterstützt. Im Ergebnis steht daher einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung des hessischen Energiewendesektors nichts im Wege. Dabei ist es für die Unternehmen von großer Bedeutung, dass die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen verlässlich sind. Die Landesregierung trägt dazu durch eine verantwortungsbewusste Fachkräfte- und Energiepolitik bei. Keine Zusatzfragen, dann rufe ich auf die Frage 348, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, in welcher Form wird das Land Hessen die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen unterstützen? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Landesregierung verfolgt das Ziel, im Laufe der Legislaturperiode das Themenfeld Kinder- und Jugendrechte in Hessen weiterzuentwickeln und zu stärken. Die diesbezüglichen Überlegungen, wie dieses umzusetzen ist, sind dabei noch nicht abgeschlossen. Da sie noch nicht abgeschlossen sind, diese Überlegungen, wird auch überlegt und ist noch in den Überlegungen mit beinhaltet, wie die Ombudsstelle als eine Initiative neben den anderen auch mit Berücksichtigung finden kann. Zusatzfrage, Abgeordneter Merz. Herr Minister, können Sie denn sicherstellen, dass nach Auslaufen des derzeit bestehenden Modellversuchs, der beim Caritasverband angesiedelt ist, es lückenlos eine weitere oder eine andere oder eine parallele Struktur geben wird? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, das kann ich an dieser Stelle nicht sicherstellen, weil die Einrichtung dieser Ombudsstelle, die bei der Caritas geführt worden ist, ohne die Beteiligung entsprechend des Landes vorgenommen worden ist. Wir über die Fragestellung der inhaltlichen Ausrichtung der Ombudsstelle in einer Diskussion sind und zumindest den Trägern mitgeteilt worden ist, dass eine finanzielle Beteiligung des Landes an dieser Ombudsstelle nicht stattfindet. Meine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, sehen Sie sich in der Lage, irgendeine Angabe zu machen, bis wann Sie die zugegebenermaßen nicht ganz einfache Diskussion zu Ende gebracht haben werden? Herr Staatsminister Grüttner. Das Ziel der Landesregierung ist an dieser Stelle eine oder in diesem Punkt eine Anlaufstelle und eine Möglichkeit zu installieren, die sich weniger mit den Fragen auseinandersetzt, wenn es Streitigkeiten zwischen Eltern oder Erziehungsberechtigten auf der einen Seite und Jugendämtern auf der anderen Seite handelt, die sich weniger in die Konflikte hinein begibt, die auch teilweise Jugendliche mit Jugendämtern haben, sondern unser Ansatz ist an dieser Stelle, das, was auch in der UN-Konvention als Kinderrecht beschrieben ist, als Kristallationspunkt aufzunehmen und sozusagen die Beratungsstelle tatsächlich für Kinder und Jugendliche darzustellen. Da ist die Überlegung wirklich sowohl von der inhaltlichen Ausgestaltung, welche Aufgaben genau wahrgenommen werden und in welcher Form sie wahrgenommen werden, ein nicht so triviales Unterfangen. Deswegen kann ich über den Zeitraum der Abschluss der konzeptionellen Überlegungen zum jetzigen Punkt auch noch nichts sagen.
Frage 352, Frau Abgeordnete Löber. Welche Auswirkungen auf Hessen erwartet die Landesregierung aufgrund der Einigung der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments zu den Regeln auf dem Telekommunikationsmarkt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, am 30. Juni 2015 einigten sich Vertreter des Europäischen Parlaments, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission im sogenannten Trilogverfahren auf einen Kompromiss zum Telekommunikationsbinnenmarkt. Der Kompromiss hat dabei keine spezifischen Auswirkungen auf Hessen, sondern wird bundesweite Anpassungen nach sich ziehen. Die Umsetzung der Regelung betrifft insbesondere die Telekommunikationsnetzbetreiber und Diensteanbieter, die ihre Verträge prüfen und anpassen werden. Sie dürfen zum Beispiel keine Koppelverträge, also Zugangsdienst und Managed Services, mehr anbieten oder dürfen keine Endgeräte mehr zwingend vertraglich vorschreiben. Es betrifft die Bundesnetzagentur, die ein Überwachungssystem aufbauen wird, und die Bundesregierung, die Sanktionsvorschriften festlegen wird. Zudem enthält der Kompromiss Regeln zu Roaming und Netzneutralität. So sollen die Roaminggebühren innerhalb der EU weiter sinken und, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, ab dem 15. Juni 2017 endgültig wegfallen. Damit könnten auch die Mobilfunkkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher in und aus Hessen gesenkt werden. Einbußen der Mobilfunknetzbetreiber können nach Einschätzung der EU-Kommission durch eine Zunahme des Datenverkehrs ausgeglichen werden. Hinsichtlich der Netzneutralität gab es die Verständigung auf ein grundsätzliches Recht auf offenen Zugang zum Internet. Qualitätsoptimierte Dienste sollen nur dann angeboten werden dürfen, wenn die Netzkapazität dafür ausreicht. Allerdings wurde das umstrittene sogenannte Zero-Rating, also die Bereitstellung von qualitätsoptimierten Diensten ohne Anrechnung auf die Volumengrenze, nicht ausdrücklich verboten. Auch enthält der Kompromiss keine anteilige Entwicklungsverpflichtung für das Best-Effort-Internet, also der schnellstmöglichen Datenübertragung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten, wie dies zum Beispiel die Monopolkommission vorgeschlagen hatte. Deshalb bleibt abzuwarten, ob diese Regelung alleine ausreicht, um Netzneutralität zu garantieren. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Wie würden Sie das bewerten? Sehen Sie die Gefahr, dass es hier auch ein Internet der zwei Klassen geben kann durch die ja vielleicht nicht ganz gegebene Netzneutralität? Staatsminister Al-Wazir. Also es bleibt abzuwarten, das habe ich ja gesagt, ob das ausreicht, was jetzt gemacht worden ist. Es könnte die mögliche Auswirkung haben, dass das, was im Mobilfunkbereich schon gang und gäbe ist, nämlich eine Drosselung oberhalb einer bestimmten Kapazität für einen bestimmten Zeitraum, zunehmend auch im Festnetz Vertragsbestandteil werden könnte. Aber das ist jetzt der doppelte Konjunktiv. Wie gesagt, man weiß nicht, was die Auswirkungen dort sein werden. Und ich will ausdrücklich sagen, dass wir auch noch natürlich sehen müssen, ob diese sogenannten Verkehrsmanagementmaßnahmen, wenn ich das mal so übertragen darf auf die anderen Bereiche, ob die wirklich nur dazu genutzt werden, die bestmögliche Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten oder ob das dazu führen könnte, dass, sagen wir mal, manche Leute anders behandelt werden, nämlich die, die mehr zahlen als andere. Das bleibt jetzt abzuwarten. Das kommt sehr darauf an, wie dieser Kompromiss jetzt in die Realität umgesetzt wird. Und ganz wichtig, inwieweit es der Bundesnetzagentur gelingt, jetzt ein Überwachungssystem aufzubauen, das auch wirklich dazu beiträgt, dass das, was vereinbart wurde, auch eingehalten wird. Ich rufe auf die Frage 353, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, wie viele der im Landeshaushalt 2015 veranschlagten Mittel für die Gemeinwesenarbeit in Höhe von 1,8 Millionen Euro wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf welchem Weg an welche Träger verausgabt? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte e.V. ist im Rahmen ihrer Tätigkeit als Servicestelle als freiwillige Leistung im Rahmen der Investitions- und Maßnahmenförderrichtlinie eine erste Rate in Höhe von 20.000 Euro überwiesen worden. Mittlerweile wurden auch die Fach- und Fördergrundsätze für das Förderprogramm Gemeinwesenarbeit veröffentlicht. Die Antragsfrist läuft noch bis zum 31.10.2015.
Bereits heute liegt eine Vielzahl diesbezüglicher Anträge vor. Die Auszahlung der Fördermittel wird nach Ablauf der Frist zeitnah erfolgen an die Projekte, die gefördert werden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, werden denn die 1,8 Millionen ausreichen, um die beantragten Summen abzudecken, oder ist das Antragsvolumen größer als die zur Verfügung stehenden 1,8 Millionen? Herr Sozialminister Grüttner. Da kann ich eine valide Aussage erst nach Ablauf der Antragsfrist sagen. Herr Kollege Merz. Im Moment könnten noch alle Anträge bedient werden. Ich verstehe den Hinweis, aber vielleicht kann man eine Tendenzaussage machen. Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, auch diese Aussage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen, weil es zwar Anträge gibt, aber noch nicht überprüft worden sind, ob alle auch jetzt schon vorliegenden Anträge den Fach- und Fördergrundsätzen entsprechen. Deswegen kann ich hier keine Aussage machen. Würde ich sie machen, würde ich möglicherweise Antragsteller in den Glauben versetzen, dass ihr Antrag förderfähig ist. Das, denke ich, sehen Sie nach, dass das von der Stelle so nicht dargelegt werden kann, bevor die Prüfungen abgeschlossen werden. Frage. Augenblick bitte. Die Frage 354 rufen wir mit dem Top 69 auf. Frage 355, Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die aktuellen Entwicklungen zum automatischen steuerlichen Informationsaustausch über Finanzkonten? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, die Landesregierung begrüßt den gewaltigen Vorschub, den die Entwicklung im Bereich des automatisierten steuerlichen Informationsaustauschs über Finanzkonten in den letzten Monaten genommen hat. Die in kürzester Zeit auf europäischer und internationaler Ebene erreichten Fortschritte sind durchaus bemerkenswert. Fast 100 Staaten haben sich inzwischen dazu bekannt, den neuen Auskunftsstandard ab 2017 bzw. zum Teil ab 2018 anzuwenden. Darunter sind auch wichtige Finanzzentren wie zum Beispiel die Schweiz, Singapur, Hongkong, Liechtenstein oder auch die Überseegebiete Bermuda oder Cayman Islands. Die Kooperation dieser Staaten lässt die Möglichkeit für deutsche steuerpflichtige Kapitaleinkünfte im Ausland zu verschweigen geringer werden. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg hin dazu und ein deutliches Signal, dass an alle noch Steuersünder, dass das Netz immer enger wird. Keine Zusatzfragen? Dann kommt eine Frage 356, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, wie kontrolliert sie, dass die angemeldete und genehmigte Anzahl an Schülerinnen und Schülern an Schulen in freier Trägerschaft nicht überschritten wird? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Roth, mit der Genehmigung von Ersatzschulen wird keine Höchstgrenze der Schülerzahl bewilligt. Somit ist auch keine entsprechende Kontrolle erforderlich. Lediglich im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan teilt die Ersatzschule mit, wie viele Schülerinnen und Schüler sie aufnehmen will und wie viel Schulgeldleistungen sie dafür von den Eltern erhält. Die Schülerzahlen werden von den Ersatzschulen jährlich durch die landeseinheitliche Schulstatistik erfasst. Die Erhebungen werden durch die staatlichen Schulämter kontrolliert. Nach Artikel 7 Absatz 4 Grundgesetz wird das Recht zur Errichtung von Privatschulen gewährleistet. Hätte die Unterrichtsverwaltung das Recht, die Schülerzahlen an einer Schule in freier Trägerschaft zu beschränken, wäre ihr die Möglichkeit gegeben, die Gründung oder das Fortbestehen einer Privatschule zu verhindern. Das ist nach der Verfassung nicht zulässig. Damit hat die Unterrichtsverwaltung keine Möglichkeit, bei Schulen in freier Trägerschaft eine Obergrenze für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler festzulegen. Zusatzfrage, Abgeordneter Roth. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es in der Tat einen Unterschied gibt zwischen der geförderten Schülerzahl und der Schülerzahl, die tatsächlich an einer Schule ist? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, ein solcher Unterschied kann zeitweilig, also temporär auftreten.
Allerdings wird das regelmäßig abgeglichen. Der Stichtag dafür ist der 1. November, also zum 1. November bekommen wir die tatsächliche Schülerzahl über die Datenbank von den Ersatzschulen und dementsprechend wird dann die Ersatzschulfinanzierung für das am 1. Januar beginnende kommende Haushaltsjahr festgelegt. Also wir reagieren quasi mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf die tatsächlichen Schülerzahlen an den Ersatzschulen. Weitere Zusatzfragen, Herr Abgeordneter Roth. Herr Minister, sind die konkreten Zahlen für eine einzelne oder für einzelne Schulen im Ministerium einsehbar oder zu haben? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, natürlich verfügen wir ab dem 1. November über die Zahlen aus unserer Lehrer- und Schülerdatenbank. Ich glaube nicht, dass sie öffentlich zur Verfügung stehen, aber das müsste ich offen gestanden noch mal nachprüfen. Frage 357, Frau Abgeordnete Löber. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, das Verfahren für die Vorlage des Vorentwurfs für den Bau der Ortsumgehung Eckelshausen an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu beschleunigen, damit aus der zweiten Jahreshälfte nicht der 31. Dezember 2015 oder sogar noch später wird? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, die Vorlage des Vorentwurfs einer Straßenplanung beim Bundesverkehrsministerium zur Erteilung des sogenannten Gesehenvermerks vollzieht sich in zwei aufeinander aufbauenden Schritten. Der erste Schritt ist die Vorstellung der Vorentwurfsplanung. Dieser erste Termin hat bereits am 4. September 2015 beim Bundesverkehrsministerium stattgefunden. Also das ist ganz deutlich zweite Jahreshälfte gewesen. Im zweiten Schritt wird Hessen Mobil nun die Vorentwurfsunterlagen unter Berücksichtigung der Diskussionsergebnisse vom 4. September ergänzen und die verschiedenen Fachbeiträge fertigstellen, damit der Vorentwurf so zeitnah wie möglich dem Bundesverkehrsministerium zur abschließenden Genehmigung vorgelegt werden kann. Ich bitte aber darum, auch hier zu berücksichtigen, dass insbesondere beim Straßenbau der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit berechtigt ist. Wer hierbei übereilt handelt, erreicht am Ende mitunter das Gegenteil. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Löber. Ja, vielen Dank erstmal. Sie sagten jetzt so schön, dass sich das in zwei Schritten vollzieht und der zweite Schritt so schnell wie möglich vollzogen werden kann. Das ist sicherlich auch richtig, dass da Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen sollte, aber vielleicht könnten Sie da doch noch mal näher etwas zu den zeitlichen Vorstellungen sagen, weil Sie das bisher ja auch zu dem Thema immer schön mitteilen konnten. Danke. Fragezeichen, Herr Minister Al-Wazir. Also, um das vielleicht mal deutlich zu machen, erster Termin ist Vorentwurf und dann sozusagen die Grobabstimmung. Dann gibt es in der Diskussion die Frage, sind alle Belange berücksichtigt, Verkehrssicherheit, Naturschutz, sonstige Bereiche, die damit zusammenhängen. Dann gibt es bestimmte Problemfelder, die identifiziert werden. Und dann gibt es einen Lösungsvorschlag von Hessen Mobil in dem Fall, wie aus Sicht von Hessen Mobil die Problemfälle bewältigt werden können. Und dann muss die Frage geklärt werden, ob das Bundesverkehrsministerium diesen Lösungsweg mitgeht. Wenn Sie den mitgehen, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, muss man sich was Neues einfallen lassen. In der Phase, sozusagen Grobabstimmung, hat stattgefunden. Jetzt geht es um Feinabstimmung. Und wenn der Lösungsweg akzeptiert wird, dann gehe ich davon aus, können wir 2015 halten. Dankeschön. Haben Sie noch eine Zwischenfrage, Frau Löber? Bitte schön. Sie haben jetzt noch mal schön die einzelnen Schritte dargestellt. Gibt es denn bereits weitere konkrete Termine, dass man annehmen kann, dass es 2015 gehalten werden kann und nicht sogar über den 31.12.2015 hinausgeht? Herr Staatsminister Al-Wazir. Wenn das bisherige Konzept, wie man diese Ortsumgehung machen kann, rechtssicher machen kann, mitgetragen wird, dann bin ich zuversichtlich, dass wir das für 2015 noch hinkriegen können.
aber ich müsste jetzt im Konjunktiv antworten. Und Sie wissen einfach, da ich es nicht alleine in der Hand habe, sondern davon abhängt, wie das Bundesverkehrsministerium dort sozusagen auf den Lösungsvorschlag für alle fachlichen Fragen reagiert, kann ich es Ihnen nicht versprechen. Das ist im Übrigen wirklich keine politische Frage, eine fachliche, in dem Sinne, dass da es nicht darauf ankommt, ob ich mich jetzt mit Herrn Dobrindt gut verstehe oder nicht, sondern ob man ein fachliches Problem fachlich gut löst. Frage 358 rufen wir auf mit der Regierungserklärung. Frage 359, Herr Abgeordneter Eckert. Planen Sie, die hessische Bauordnung zu ändern, um in Neubauten Leerrohre für das nachträgliche Verlegen von Glasfaserkabeln ins Haus verpflichtend vorzusehen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat vor einigen Tagen, genauer gesagt am 11. September 2015, den Entwurf für ein Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze vorgestellt. Damit soll die EU-Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation, die sogenannte Kostensenkungsrichtlinie, umgesetzt werden. Die in Artikel 8 der Kostensenkungsrichtlinie vorgesehenen Regelungen zu gebäudeinternen physischen Infrastrukturen werden durch dieses Gesetz nicht umgesetzt. Das BMVI sieht die Gesetzgebungskompetenz dafür nicht beim Bund, sondern bei den Ländern. Diese Sichtweise ist nach Auffassung der Landesregierung nicht zwingend. Die Landesregierung wird den Gesetzentwurf nun zunächst prüfen. Sofern die Länder den Artikel 8 der Kostensenkungsrichtlinie über das Bauordnungsrecht umzusetzen haben, wird sich die Landesregierung für ein einheitliches Vorgehen der Länder einsetzen. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Auf Nachfrage, ein einheitliches Vorgehen im Sinne, dass dies verpflichtet eingeführt wird oder nicht? Herr Staatsminister Al-Wazir. Das kann ich Ihnen am Ende der Prüfung sagen. Ja, wissen Sie, ich spreche jetzt mal aus dem wahren Leben. Die einen fordern immer, dass die Vorschriften entrümpelt werden und die anderen fordern neue Vorschriften. Manchmal sind es sogar die gleichen Leute. Dann kann ich jetzt aufrufen, die Frage 360, das ist der Abgeordnete Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu den Plänen der Innenministerkonferenz, künftig die Anzahl der Gästefans bei Fußballspielen der ersten, zweiten und dritten Liga beziehungsweise bei sogenannten Hochrisikospielen zu begrenzen? Herr Sportminister Beuth. Der hessischen Landesregierung ist die Gewährleistung von friedlichen Fußballspielen ein wichtiges Ziel. Aus diesem Grund werden vielfältige Maßnahmen auch in Abstimmung mit Verbänden, Vereinen und Kommunen ergriffen, um Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen zu verhindern. Für Stadien und deren Umfeld bestehen in Hessen wie auch im übrigen Bundesgebiet hohe bauliche und infrastrukturelle Standards, die sich aus den DFB-Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesligaspielen sowie dem Stadionhandbuch ergeben. Gerade in den Bereichen der baulichen und betrieblichen Sicherheit wurden in der Vergangenheit viel investiert, beispielsweise in gesicherte Zuschauerbereiche sowie Maßnahmen und Einrichtungen zu einer durchgängigen Fantrennung, die eine Einheit von Bau und Betrieb sicherstellen. Eine Reduzierung des Gästekontingents kann bei entsprechender Gefahrenprognose eine Handlungsoption bei besonders risikobehafteten Begegnungen sein, um Störungen zu verhindern beziehungsweise die Anwesenheit von potenziellen Störern oder Gewalttätern in den Stadien oder deren Umfeld zu erschweren. Vor diesem Hintergrund erscheint die Anwendung dieses Verfahrens bei einigen ausgesuchten Spielbegegnungen als Ultima Ratio angemessen und vertretbar. In Hessen war allerdings bei keinem Spiel in den oberen Ligen eine solche Maßnahme aufgrund behördlicher Intervention erforderlich. Frage 301. Entschuldigung, Herr Kollege Greilich. Ich möchte gerne nachfragen, wir haben ja jetzt eine neue Saison, in der es auch neue Situationen in der ersten Liga zum Beispiel gibt, ob die Landesregierung davon ausgeht, dass in der laufenden Bundesliga-Saison möglicherweise eine solche Beschränkung in Kraft treten könnte. Herr Innenminister Beuth. Ich habe ja schon deutlich gemacht, dass es, wenn überhaupt, nur bei ausgesuchten Spielbegegnungen als Ultima Ratio
und dann auch nur, wenn die entsprechenden Gefahrenprognosen erstellt sind. Es verbietet sich sozusagen, jetzt darüber eine Prognose zu wagen, ob es zu einer solchen Situation kommen wird. Die Sicherheitsbehörden werden selbstverständlich das immer genau im Blick behalten. Und wenn es dazu kommt, dann als Ultima Ratio eine solche Maßnahme mit in Erwägung ziehen. Jetzt kommen wir zur Frage 361, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, was ist der Grund dafür, dass Rheinland-Pfalz bereits seit Anfang 2014 eine eigene Verteilernetzstudie hat und Hessen erst im Herbst 2015 eine solche in Auftrag geben will? Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, die Erstellung der hessischen Verteilnetzstudie wurde im Koalitionsvertrag der hessischen Regierungsparteien CDU und Bündnis 90 Die Grünen für die 19. Legislaturperiode vereinbart, die ja bekanntlich am 18. Januar 2014 begonnen hat. Aufbauend auf dieser Vereinbarung hat das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung mit insgesamt 9 großen Verteilnetzbetreibern, die insgesamt etwa 80% der hessischen Verteilnetze abdecken, bereits Mitte 2014 die Inhalte und Ziele einer solchen Studie abgestimmt. Im Ergebnis dieser Abstimmung wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und den beteiligten Verteilnetzbetreibern abgeschlossen, auf deren Grundlage die Verteilnetzstrukturen in Hessen in großem Umfang und mit hohem Detaillierungsgrad erfasst werden können. Nach Klärung der vergaberechtlichen Erfordernisse erfolgte am 16. April 2015 die Veröffentlichung der Ausschreibung zur Erstellung der Studie in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank. Da eine europaweite Ausschreibung erforderlich war, ist unter Berücksichtigung der europarechtlich vorgegebenen Fristen eine Auftragsvergabe frühestens Ende September 2015 möglich und soll dann zeitnah erfolgen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Gremmels. Wann ist denn mit den Ergebnissen, oder wann rechnet Ihr Haus mit den Ergebnissen dieser Verteilnetzstudie? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also erstmal müssen wir sie vergeben, bevor wir auf Ergebnisse hoffen können. Das soll jetzt zeitnah erfolgen. Ich kann Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, wann dort diejenigen, die sich dort bewerben, da mit Ergebnissen um die Ecke kommen, wenn ich es mal so sagen darf. Es gibt ja vielleicht auch unterschiedliche Angebote, so will ich es mal sagen. Das kann ich Ihnen dann sagen, wenn wir den Auftrag vergeben haben. Weil ich gehe mal davon aus, also ich mache nicht jede Vergabe selbst, aber ich gehe mal davon aus, dass in der Vergabe auch ein Zeitraum drinsteht, bis wann ein Ergebnis abzuliefern ist. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Gut, aber ich gehe davon aus, als zuständiger Minister müssen Sie doch wissen, bis zu welchem Zeitpunkt Sie in der Ausschreibung mit Ergebnissen rechnen und welche Kosten diese Studie verursacht. Herr Staatsminister Al-Wazir. Ob Sie es glauben oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass meine Fachabteilung das richtig macht. Dann haben wir die Frage 362, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wann gedenkt sie, eine rechtsverbindliche Klärung der Frage herbeizuführen, ob Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung den entsprechend erhöhten Gastschulbeitrag zu zahlen haben? Wenn ich ergänzen darf, die Frage bezieht sich natürlich auf die inklusive Beschulung in freier Trägerschaft. Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, dieser Hintergrund der Frage war klar. Auf Anfragen der Ersatzschulen hat das Kultusministerium in Einzelfällen die kommunalen Schulträger immer wieder auf die seiner Ansicht nach bestehende Verpflichtung nach § 7 Absatz 1 des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes zur Zahlung des erhöhten Gastschulbeitrages für inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung hingewiesen. Nach diesem § 7 Absatz 1 des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes sind die kommunalen Schulträger verpflichtet, den Schulträgern zuschussberechtigte Ersatzschulen für jede Schülerin und jeden Schüler in Abhängigkeit von der besuchten Schulform bzw. Stufe einen Beitrag in Höhe von 75% eines Gastschulbeitrages zur laufenden sachlichen Schulunterhaltung zu leisten. Leistungspflichtig ist der kommunale Schulträger, in dessen Gebiet die Schülerin oder der Schüler der Ersatzschule den Wohnsitz am Stichtag der landeseinheitlichen statistischen Erhebung hat. Die kommunalen Schulträger zahlen hiernach den privaten Förderschulen pro Schülerin und Schüler den entsprechenden Gastschulbeitrag in Höhe von 75% für Förderschulen, der für das Jahr 2015 je Schülerin oder Schüler 837,75 € beträgt.
Für die inklusive Beschulung leisten nicht alle kommunalen Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung diesen höheren Gastschulbeitrag für Förderschulen, sondern den Gastschulbeitrag der besuchten Schulform bzw. Stufe. Dieser Beitrag, also 75%, für allgemeine Schulen beträgt beispielsweise 393,75 €. Das Kultusministerium hat mit Schreiben vom 6. Mai 2014 die Kommunalen Spitzenverbände darum gebeten, eine einheitliche Regelung zu unterstützen, damit alle kommunalen Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung unabhängig von der besuchten Schulform den Ersatzschulen den Gastschulbeitrag für Förderschulen zahlen. Mit Schreiben vom 22. September 2014 teilte der Hessische Städtetag mit, dass er seinen Schulträgern die von ihm vertretene Rechtsauffassung nahelegen wird, den Ersatzschulen für inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung nicht den erhöhten Gastschulbeitrag zu zahlen. Der Anspruch nach § 7 Absatz 1 Ersatzschulfinanzierungsgesetz beziehe sich, so der Städtetag, nicht auf einzelne Schülerinnen und Schüler, sondern verpflichte die öffentlichen Schulträger nur auf eine pauschale Leistung, die nach den in § 165 Hessisches Schulgesetz festgelegten Schulformgruppen vorgegeben sei. Die Leistungspflicht betrage deshalb in der Grundschule für alle Schülerinnen und Schüler nur den Satz der allgemeinbildenden Schulen und nicht für einige inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler denjenigen für Förderschulen. Auch wenn das Land bei den Schülersätzen der Ersatzschulfinanzierung für inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler nach § 2 Absatz 5 Ersatzschulfinanzierungsgesetz den erhöhten Satz des jeweiligen Förderschwerpunkts zahle, gäbe es die Formulierung des § 7 Absatz 1 Ersatzschulfinanzierungsgesetz für die kommunalen Schulträger nicht her, genauso zu verfahren. Das ist der momentane Stand. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Vielen Dank nochmal für die Ein Bericht zum aktuellen Stand, aber die Frage nochmal, sieht die Landesregierung Handlungsbedarf, eine Klärung herbeizuführen? Herr Kultusminister. Abgeordneter Degen, die Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung sind an dieser Stelle erschöpft. Denn eine rechtsverbindliche Klärung können nicht wir herbeiführen, sondern könnte einer der privaten Schulträger, der diesen Anspruch, der nach unserer Auffassung aus § 7 Absatz 1 Ersatzschulfinanzierungsgesetz gegeben ist, indem er ihn eben vor Gericht geltend macht. Frage 363 rufen wir mit der Regierungserklärung auf. Dann kommen wir zu 364, Herr Abgeordneter Warnecke. Ja, so. Ich frage die Landesregierung, beabsichtigt sie, ein gesondertes Programm zum Bau, zur Sanierung oder zur Instandhaltung von Amphibienschutzanlagen im Zuge von Landesstraßen aufzulegen? Herr Staatsminister Al-Wazir. 364. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, für alle Straßenbaumaßnahmen gilt, dass die Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden müssen. Wird eine Straße neu gebaut, muss im Vorfeld bereits ermittelt werden, ob Amphibienschutzanlagen erforderlich sind. Die Ergebnisse dieser Untersuchung finden dann im Rahmen der Bauplanung Berücksichtigung. Ein gesondertes Programm zum Bau von Amphibienschutzanlagen ist daher für den Landesstraßenbau nicht erforderlich. Hinsichtlich des Amphibienschutzes an bestehenden überörtlichen Straßen in der Betreuung der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung gilt das gemeinsame Merkblatt von Wirtschafts- und Umweltministerium aus dem Jahr 2002. In diesem wurde vereinbart, dass die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung die Errichtung und Instandsetzung der Durchlässe und die Naturschutzverwaltung der Leiteinrichtungen übernimmt. Die zuständigen hessischen Umwelt- und Verkehrsministerien haben sich in der Vergangenheit darauf verständigt, den Bestand und Zustand aller Amphibienschutzanlagen mittels einer Befragung von Straßenbau und Naturschutzverwaltung sowie der Naturschutzverbände zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen derzeit noch nicht vor. Wenn diese vorliegen, was voraussichtlich in Kürze der Fall sein wird, wird das weitere Vorgehen abgestimmt. Keine ergänzende Frage? Dann kommen wir zur Frage 365, Frau Abgeordnete Barth. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wann wird die Rechtsverordnung über die Einrichtung eines Beirats zur Feststellung der Repräsentativität von Tarifverträgen und deren Entgelt relevanter Bestandteile nach § 4 Absatz 7 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes veröffentlicht, damit der Beirat sich anschließend konstituieren kann? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Ressortanhörung zu der Rechtsverordnung ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
Ebenso die Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das Hessische Ministerium der Justiz. Wir sind momentan noch am Auswerten der eingegangenen Stellungnahmen und gehen davon aus, dass wir, wenn diese Auswertung vorgenommen worden ist, die Rechtsverordnung zeitnah, wahrscheinlich im nächsten Monat, veröffentlichen können. Als Zusatzfrage, Frau Kollegin Barth. Ist es nicht so, dass der Beirat zwingend gegründet werden musste, um die ab 1. September für Verkehrsdienstleistungen zugrunde zu legenden maßgeblichen Tarifverträge festzulegen? Oder anders gefragt, sind wir denn damit nicht schon weit im Verzug? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wir sind noch im Zeitplan. Und noch eine Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Barth. Ist das an? Ja. Haben Sie einen Überblick, wie viele Ausschreibungen von Verkehrsdienstleistungen von Kommunen oder Kreisen seit Monatsbeginn bereits laufen oder gelaufen sind, ohne dass das neue Gesetz angewendet werden konnte? Herr Staatsminister Grüttner. Eine diesbezügliche Auflistung liegt mir nicht vor. Wir kommen zur Frage 366, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie hoch sind zum neuen Schuljahr die landesweiten durchschnittlichen Klassengrößen der 5. Klassen im gymnasialen Bildungsgang in der Organisationsform G8 und in der Organisationsform G9? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, auf der Basis der uns zurzeit vorliegenden Daten, ich mache darauf aufmerksam, das sind im Moment noch die Prognosedaten, weil die endgültigen Daten erst Anfang Oktober vorliegen werden, aber aufgrund der validierten Prognosedaten beträgt im gymnasialen Bildungsgang der Organisationsform G8 die landesweite durchschnittliche Klassengröße der 5. Klasse zurzeit 28 Schülerinnen und Schüler pro Klasse und in der Organisationsform G9 26,8 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Frage 367, Frau Abgeordnete Erfurt. Ich frage die Landesregierung, welche Erfahrung hat sie mit dem Projekt Sachbearbeitung Qualitätsmanagement gemacht? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. In der Tat, die Erfahrungen sind sehr gut, die wir an der Stelle gemacht haben. Die tägliche Arbeit in den Finanzämtern ist geprägt, wer schon mal ein Finanzamt besucht hat, von einem Massengeschäft, in dem Steuererklärungen, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, mit großen Mengen an Daten elektronisch zur Verfügung gestellt bzw. manuell und dann entweder manuell in das elektronische Verfahren überführt oder gescannt in das elektronische Verfahren überführt werden muss. Aber jedenfalls das Ziel der Verwaltung sein muss, diese großen Massenverfahren möglichst ressourcenschonend zu bearbeiten. Denn wir wissen aus der Statistik, dass der durchschnittliche Mehrertrag aus der Bearbeitung einer durchschnittlichen Arbeitnehmerveranlagung 60 Euro beträgt. Gleichwohl weisen einzelne Arbeitnehmererklärungen aus dem Massengeschäft Besonderheiten auf, die jedenfalls in der normalen standardisierten Bearbeitung nur nicht mit der notwendigen Gründlichkeit erfasst werden können, es sei denn, die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eine besondere Expertise. Deshalb haben wir an zwei hessischen Finanzämtern einen Modellversuch projektiert, in dem die betreffenden Steuerfälle aus den Veranlagungsteilbezirken herausgenommen werden, die besondere Merkmale wie Auslandsbezug, kürzliche Veräußerung von Kapitalanteilen und Ähnliches enthalten haben, die dann von speziell gezielten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet werden. Die ersten Erfahrungen, insbesondere die daraus gewonnenen Mehrerträge in zwei sehr aufkommensstarken Finanzämtern, stimmen hoffnungsvoll. Wir haben sie nun auf die Hälfte der hessischen Finanzämter ausgeweitet und werden das Projekt dann umfassend evaluieren, um dann zu entscheiden, ob es zu einer flächendeckenden Ausweisung kommen wird. Frage 368, Herr Abgeordneter Quanz. Ich frage die Landesregierung, welche konkreten Maßnahmen wird sie ergreifen, um in der Kultusministerkonferenz KMK darauf hinzuwirken, dass die Konditionen zur Feststellung der Abiturnoten vereinheitlicht werden? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Quanz, ich gehe zunächst davon aus, dass Ihre Frage sich auf die Berechnung der Gesamtqualifikation, also der, was man so landläufig als Abiturdurchschnittsnote bezeichnet, bezieht.
Diese Berechnung der Gesamtqualifikation ist in Anlage 1 der KMK-Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 2 geregelt. Das ist ein Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7.7.1972 in einer Neufassung vom 6.6.2013. Die Anlage 2 dieser Vereinbarung enthält auch eine tabellarische Übersicht über die Zuordnung der erreichten Punktzahl der Gesamtqualifikation. Die Abiturnote, also besagte Abiturdurchschnittsnote, in jedem Prüfungsfach der Abiturprüfung wird in einem Verfahren festgelegt, das in der KMK-Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 2 vom 13.12.1973 in der Fassung vom 24.10.2008 sowie in den einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung, den sogenannten EPA, für das jeweilige Fach geregelt ist. Ab der Abiturprüfung 2017 treten in den Fächern Deutsch, Mathematik und den fortgeführten Fremdsprachen, also Englisch und Französisch, die entsprechenden Regelungen der KMK-Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012 an die Stelle der derzeit noch geltenden Regelungen der EPA. Insofern bestehen diese Konditionen zur Festlegung auch der fachbezogenen Abiturnoten bereits und es bedarf keiner Initiativen der Landesregierung, um sie zu erreichen. Inwiefern es bei der praktischen Anwendung dieser festgelegten Konditionen zu Abweichungen bzw. Problemen gekommen ist, wird zurzeit in den Gremien der KMK geprüft. Daran beteiligt sich auch Hessen. Sofern sich Nachsteuerungsbedarf zeigen sollte, wird auch dies in den Gremien diskutiert und gegebenenfalls werden die dazu erforderlichen Beschlüsse gefasst und die dazu erforderlichen Maßnahmen in den Ländern umgesetzt. Auch an dieser Diskussion und der entsprechenden Umsetzung von Maßnahmen wird sich Hessen selbstverständlich beteiligen. Im Übrigen waren schon in den bisherigen EPA und werden künftig in dem neu zu schaffenden Aufgabenpool selbstverständlich auch Erwartungshorizonte und Leitlinien für die Bewertung enthalten sein, die einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass vergleichbare Leistungen verlangt und auch ähnlich benotet werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Nun wissen wir, dass die Abiturnote gerade für viele Studienanfänger immense Bedeutung hat, besonders in Numerus Clausus Fächern. Wie kompensieren Sie folgenden Sachverhalt? 2013 schlossen in Thüringen 38% aller Prüflinge, Abiturprüflinge mit einer 1 vor dem Komma ab. Im angrenzenden Niedersachsen gelang es nicht mal halb so vielen Schülern, nämlich nur 16%. Herr Kultusminister. Abgeordneter Quanz, ich glaube, das ist eine Frage, die sich nicht über diese Frage der Konditionen beantworten lässt, sondern das ist wirklich noch eine Frage wahrscheinlich der Bewertungsmaßstäbe. Auch hierzu sind wir zwischen den Ländern permanent im Gespräch, um zu möglichst einheitlichen Vorstellungen zu kommen. Aber wir können natürlich nicht auf der Ebene der Kultusministerkonferenz so eine Art vorgegebenen Prozentsatz für Einser-Abiture in den 16 Bundesländern festlegen. Zusatzfrage, Herr Wegekranz. Ein Sprecher der Kultusministerkonferenz kommentierte, einen Bundesdurchschnitt zu den Abiturnoten bilden wir grundsätzlich nicht, da die Abiturprüfungen in den einzelnen Ländern recht unterschiedlich sind. Reichen die angedachten Maßnahmen, die Sie anführten, aus, um nicht zu sagen, wir haben resigniert? Herr Kultusminister. Abgeordneter Quanz, wir haben keineswegs resigniert, sondern durchaus die Beobachtung gemacht in den Gremien der Kultusministerkonferenz, dass die Gestaltungsspielräume, die die Vereinbarung über die Sekundarstufe 2, die die grundlegenden Bestimmungen für die Gestaltung der gymnasialen Oberstufe enthält, den Ländern lässt, dass diese Gestaltungsspielräume an einigen Stellen zu Abweichungen in den Regelungen der Länder geführt haben. Das wird derzeit in den Gremien der KMK besprochen, also in der Arbeitsgemeinschaft Gymnasiale Oberstufe. Der Schulausschuss der KMK wird sich damit beschäftigen, anschließend sicherlich die Amtschefskonferenz und dann die Kultusministerkonferenz selbst. Das heißt, wir sind im Rahmen der Gremien dabei, auf dieses Phänomen einzugehen, mit der klaren Zielsetzung auch hier noch zu einer größeren Einheitlichkeit zu kommen. Ich rufe auf die Frage 369 von Abgeordneter Hartmann. Knöpfchen drücken. Da. Jetzt. Ich frage die Landesregierung, wurde die Auszahlung von Fördermitteln für die gemeinsame Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher aus dem Bildungs- und Erziehungsplan gesperrt? Herr Kultusminister Professor Dr. Lorth.
Frau Abgeordnete Hartmann, die Module aus dem Bildungs- und Erziehungsplan zur Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Erzieherinnen und Erzieher werden weiterhin angeboten. Seitens des Hessischen Kultusministeriums werden dafür auch keine Fördermittel, sondern Anrechnungsstunden zur Verfügung gestellt. Seitens des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration stehen nach der uns dort erteilten Auskunft die zugesagten Mittel ungekürzt zur Verfügung. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Liegen Zahlen vor, in welchem Umfang diese Fortbildungsmaßnahmen jeweils von Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern in Anspruch genommen wurden? Entschuldigung, Herr Kollege Minister. Frau Abgeordnete Hartmann, ich gehe davon aus, dass wir Zahlen darüber vorliegen haben oder jedenfalls ermitteln könnten. Aber ich bitte um Verständnis, die müssten wir dann auch erst auf eine entsprechende Frage hin ermitteln. Ich rufe auf die Frage 370, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, welcher Anteil der Arbeitszeit aus der Zuweisung von 18 Stunden für Intensivklassen steht für die erforderliche Arbeit mit Eltern von Flüchtlingskindern zur Verfügung? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Geis, die Arbeitszeit der Lehrkräfte setzt sich generell zusammen aus der unterrichtlichen Tätigkeit im engeren Sinn, die nach der wöchentlichen Pflichtstundenzahl entsprechend der Verordnung über die Pflichtstunden für Lehrkräfte definiert wird. Diese Pflichtstunden decken jedoch nur einen Teil der Gesamtarbeitszeit der Lehrkräfte ab, die ansonsten wie alle anderen Beamten eine 42-, 41- oder 40-Stunden-Woche haben. Die nicht durch die Pflichtstundenverordnung festgelegte Arbeitszeit entfällt unter anderem auf die Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts, auf die Teilnahme an Konferenzen und ähnliche Tätigkeiten im Rahmen des Lehrerberufs. Dazu zählt auch die sogenannte Elternarbeit. Diese umfasst im Rahmen des gemeinsamen Erziehungsauftrags die gesamte Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus, wie sie in § 3 Absatz 12 des Hessischen Schulgesetzes vorausgesetzt wird. Konkretisiert wird dies unter anderem in § 72 des Hessischen Schulgesetzes, der die Informationsrechte der Eltern festschreibt, in § 100 Absatz 2 in Bezug auf die Erziehungsvereinbarungen zwischen Schule und Eltern, in § 107 betreffend die Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Klassenelternschaft und in § 6 der Dienstordnung, die wiederum auf die Zusammenarbeit mit den einzelnen Eltern abzielt. Nichts anderes gilt für die Unterrichtsstunden in Intensivklassen. Auch hier umfassen die in der Frage genannten 18 Stunden, ich darf bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass diese 18 Stunden nur in der Grundschule gelten. Wir haben in der weiterführenden Schule 22 Stunden und in der beruflichen Schule im Rahmen des Intea-Programms 28 Stunden. Aber unabhängig davon, wie viele Stunden es jeweils sind, sie umfassen immer nur die engere Unterrichtstätigkeit, das heißt in diesem Fall die Intensivsprachförderung. Die eben beschriebenen weiteren beruflichen Pflichten der Lehrkräfte sind untrennbarer Teil der Stundenzuweisung, ohne dass auf die Stunde genau der jeweilige Anteil von Elternarbeit, Konferenzarbeit und so weiter beziffert werden kann. Dies ist von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls abhängig und kann nicht entsprechend vorgegeben werden. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Kultusminister, dass die 18 Stunden reine Unterrichtszeit sind und dass darüber hinaus die Elternarbeit wie auch immer geregelt werden muss? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Geis, Sie haben mich insofern richtig verstanden, als in der Tat diese 18, 22, 28 Stunden reine Unterrichtszeit sind und die Elternarbeit wie auch sonst in allen anderen Schulformen und Bildungsgängen von der Arbeitszeitverpflichtung der Lehrkräfte, die über die Pflichtstundenanzahl, die sie jeweils zu leisten haben, im Unterricht hinausgeht, abgedeckt wird. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Gibt es denn Ideen oder Projekte zu der Fragestellung, wie Lehrerinnen und Lehrer in hessischen Schulen mit Eltern von Flüchtlingskindern Elternarbeit betreiben können? Oder ist geplant, dass es dafür eine weitere Zuweisung gibt? Herr Kultusminister, Professor Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, zunächst einmal handelt es sich hierbei um Elternarbeit. Damit haben unsere Lehrkräfte ja auch sonst Erfahrung. Die muss ja überall und in jeder Form geleistet werden. Wir haben natürlich auch Projekte wie zum Beispiel ELAN, womit diese Elternarbeit noch weiter verbessert werden soll und kann. Natürlich sammeln wir oder beziehungsweise haben wir auch in der Vergangenheit schon gesammelt besondere Erfahrungen mit der Schülerklientel im Intensivsprachunterricht. Aber nach den uns vorliegenden Informationen gibt es hier keinen qualitativen Unterschied in der Art und Weise der Elternarbeit, die geleistet werden muss. Es gibt natürlich praktische Herausforderungen, wie beispielsweise die Frage der sprachlichen Kommunikation. Aber das ist auch keine Frage, die Sie über eine Stundenzuweisung an Lehrkräfte lösen können.
Ich rufe auf die Frage 371, Herr Dr. Spieß. Machen Sie das, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie anlässlich der erneuten Flucht aus dem Maßregelvollzug in Hadamar die geplante Übertragung von Sicherheitsaufgaben an das Pflegepersonal? Herr Sozialminister. Frau Abgeordnete, die Landesregierung sieht keine Veranlassung, ihre Auffassung, dass die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben von Pflegepersonal wahrgenommen werden soll, zu ändern. Der Einsatz eines Sicherheits- und Wachdienstes in der forensischen Klinik in Hadamar war und ist der Tatsache geschuldet, dass die Häuser, in denen die Maßregel vollzogen wird, nicht als forensische Klinik errichtet worden sind. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden die Gebäude und die Umzäunungen baulich nachgerüstet. Mit dem Bezug des Neubaus Anfang nächsten Jahres wird in Hadamar eine bauliche Sicherheit gewährleistet sein, die dann den Anforderungen entspricht. Dann komme ich zur Frage 372, wird übernommen von Herrn Kollegen Schaus. Ich frage die Landesregierung, wer ist zur Gesellschaftsjagd mit Volker Bouffier am 4. November 2015 eingeladen? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, bei der Gesellschaftsjagd handelt es sich um ein traditionelles Ereignis, das bereits seit Jahren stattfindet. Und zur Gesellschaftsjagd mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier stehen rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verbänden, Jagdwesen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft auf der Gästeliste. Darunter befinden sich auch Mitglieder des Hessischen Landtages, sprich des Umweltausschusses. So ist aus Ihrer Fraktion die fachpolitische Sprecherin Frau Schott herzlich zur Teilnahme eingeladen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Meine Damen und Herren, lassen wir erstmal die Frage weiter zu, bitte. Frau Ministerin, sehen Sie die Organisierung dieser Gesellschaftsjagd durch Ihr Ministerium als eine wesentliche zentrale Aufgabe an, oder würden Sie sagen, dass hier grundsätzliche Überlegungen sozusagen tangiert sind? Frau Ministerin Hinz. Also, Herr Schaus, mein Ministerium ist durch diese Gesellschaftsjagd nicht belastet. Das führt fast zur zweiten Frage über, wie das nämlich organisiert ist und was es kostet. Also, der Hessenforst macht sowieso Gesellschaftsjagden, Gemeinschaftsjagden ab dem Herbst in vielfältiger Art und Weise. Und dieses ist eine Art der Gemeinschaftsjagd. Und von daher ist es im ganz üblichen Rahmen dessen, was sonst stattfindet. Weitere Zusatzfrage, Abgeordneter Schaus. Frau Ministerin, halten Sie es nicht für problematisch, dass ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo Jagdverordnung und Jagdgesetz im Hessischen Landtag beraten werden, eine solche Veranstaltung mit Vertretern der Jagdverbände stattfindet? Jetzt hat die Frau Ministerin die Antwortmöglichkeit. Bitte schön, Frau Hinz. Also das, finde ich, macht überhaupt kein Problem, weil man immer mit allen Menschen im Gespräch bleiben muss. Und im Übrigen ist es wichtig, dass die Jäger auf die Jagd gehen. Wie Sie sicher alle wissen und sich vorher informiert haben, ist es vor allen Dingen für den Wald besonders wichtig, dass dort genügend gejagt wird, damit wir nicht zu viele Waldschäden haben. Und von daher bin ich froh um jeden ordentlichen Jagdeinsatz, den es gibt, um die Abschussquoten auch im hessischen Staatsforst zu erfüllen. Sie haben zwei. Sie haben zwei gemacht. Sie haben zwei Nachfragen gehabt, Herr Kollege Schaus. Noch hat der Kollege hinter Ihnen, der will auch noch was zum Jagen sagen. Bitte schön, Herr Dr. Wilken, Sie haben das Wort für eine Zwischenfrage. Ist es ja.
Frau Ministerin, wenn ich es richtig gehört habe, haben Sie gesagt, dass diese Jagd eine lange Tradition hat. Könnten Sie uns erläutern, in welche Tradition Sie sich mit dieser Gesellschaftsjagd mit Ihrem Ministerium stellen? Frau Ministerin. Die Gesellschaft. Augenblick mal, meine Damen und Herren, bitte. Die Gesellschaftsjagd des hessischen Ministerpräsidenten findet seit vielen Jahrzehnten statt, immer wieder auch unter verschiedenen Ministerpräsidenten. Insofern ist es auch eine hessische Tradition, die darin besteht, dass man mit Verbänden, also mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verbänden, aus dem Bereich Naturschutz, aus dem Bereich Forstwesen, aber eben auch Jagdwesen und Landwirtschaft gemeinsam auf die Jagd geht, aber dann natürlich auch ein gemeinsames Essen macht, um anstehende Diskussionen über wichtige Themen zu führen, die auch mit dem Jagdwesen zu tun haben. Jetzt rufe ich auf die Frage 373. Frau Cárdenas hat sie gestellt. Herr Schaus übernimmt. Bitte schön. Ja. Ich frage die Landesregierung, was kostet die Steuerzahler die Gesellschaftsjagd von Volker Bouffier am 4. November 2015? Frau Staatsministerin Hinz. Da die Gesellschaftsjagd des Ministerpräsidenten in dem ausgewählten Staatsjagdrevier dort als regulärer Teil der Jagdausübung des Landesbetriebs Hessen-Forst jedes Jahr durchgeführt wird, ich habe bereits darauf hingewiesen, fallen keine organisatorischen oder personellen Mehrkosten an. Die Gesamtkosten für eine solche Gemeinschaftsjagd für Personal, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung belaufen sich auf ca. 16.000 Euro, von denen in der Regel ein großer Teil durch den Erlös des durch die Jagd gewonnenen Wildfleisches wieder eingenommen wird. Während der Jagd erfolgt die Verpflegung der Gäste durch Hessen-Forst mit einem Blechkuchen und Kaffee. Diese Kosten belaufen sich auf weniger als 50 Euro. Die Gäste werden abends durch die Staatskanzlei eingeladen, wobei jeder Gast um eine Spende für die Elli-Heuss-Knapp-Stiftung Müttergenesungswerk Hessen gebeten wird. Wie bei der letzten Gesellschaftsjagd in 2012 werden die Kosten der Abendveranstaltung voraussichtlich ca. 6.000 Euro betragen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Frau Ministerin, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Jagd im Kreis Groß-Gerau stattfindet, die Abschlussveranstaltung aber dann im Schlosshotel in Königstein, also mindestens 50 Kilometer von dem Jagdort entfernt? Frau Staatsministerin Hinz, bitte. Also, ich habe weder was gegen den Landkreis Groß-Gerau noch gegen den Landkreis Hochtaunus und die Stadt Königstein. Von daher finde ich es völlig in Ordnung, wenn diese Gesellschaft sich an zwei verschiedenen Orten aufhält. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Organisieren. Oder andersrum gesagt, gibt es im Kreis Groß-Gerau nicht angemessene Lokalitäten, das auch dort durchzuführen? Frau Staatsministerin Hinz. Also, Herr Schaus, Sie haben anscheinend ein solches Interesse an dieser Gesellschaftsjagd, dass ich die Staatskanzlei bitten werde, Ihnen auch noch nachträglich eine Einladung zukommen zu lassen, damit Sie das Ganze höchstpersönlich miterleben können. Meine Damen und Herren, ich beende damit die Fragestunde und komme zunächst zu einigen geschäftsleitenden Mitteilungen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend menschliche und solidarische Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen, Fluchtursachen bekämpfen, Drucksache 19-2457, für die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Entschließungsantrag Top 77. Wir rufen ihn mit der Regierungserklärung auf.
aus dem eingegangenen und an Ihren Plätzen verteidigten dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Jagd in Hessen im Ausgleich der Interessen gestalten, Drucksache 19/2458, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird das Top 78. Wir können ihn mit 54 und 76 aufrufen. Weil den eingegangenen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend bäuerliche Milchviehhaltung in Hessen sichern, Drucksache 19/2459, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Das ist damit der Top 79 und wir rufen mit 48 auf. Und schließlich ist ein zu Top 15 des Gesetzes der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Melderechts des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit in Ordnung des Hessischen Glücksspielgesetzes, Drucksache 19/2425 zu Drucksache 19/1979, ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 19/2460 eingegangen. Dies als formelle Mitteilung. So, meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2 und will auch hier einige geschäftsleitende Mitteilungen machen, bevor ich dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort gebe. Wir rufen mit dem Tagesordnungspunkt 2 auf die Tagesordnungspunkte 23, 25, 27, 29, 36, 44, 61, 62, 63, 5, 65, 66, 67, 74, 75 und die ich eben aufgerufen habe, die beiden Punkte der Anträge, die Ihnen jetzt vorliegen. Zu diesen Tagesordnungspunkten werden in vier mündlichen Fragen, von der eine zurückgezogen ist, sage ich Ihnen gleich, jetzt mit aufgerufen und wir werden sie vorher auch beantworten, sodass ich zunächst aufrufe die Frage 358 des Abgeordneten Weiß. Herr Weiß, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wieso hat Ministerpräsident Bouffier zur Begründung seiner Forderung nach Abschaffung von Geldleistungen für Flüchtlinge behauptet, dass ein Lehrer in Albanien 50 Euro verdiene, während ein albanischer Lehrer nach Recherchen von HR Info tatsächlich mindestens 300 Euro im Monat verdient? Herr Sozialminister, Entschuldigung, dann ist das Herr Staatsminister Wintermeyer. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Weiß. Nachdem in der öffentlichen Diskussion die Einkommensverhältnisse in Albanien thematisiert wurden, bezog sich der Ministerpräsident in seinen Aussagen auf die offiziellen Angaben der albanischen Regierung. Demnach beträgt der Mindestlohn in Albanien ca. 150 Euro und der Durchschnittslohn, also das gesamtverfügbare Einkommen, von dem der gesamte Lebensunterhalt einer Familie bestritten werden muss, ca. 300 Euro monatlich. Dann rufe ich die Frage 363 auf, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie sieht die landesweite Notfallplanung für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, im Falle von Kapazitätsengpässen in der Erstaufnahmeeinrichtung und den dazugehörigen Außenstellen sieht die Notfallplanung eine vorübergehende Unterbringung in vorgeplanten Notfallstationen wie zum Beispiel Turnhallen oder Mehrzweckhallen durch Einheiten des Katastrophenschutzes im Wege der Amtshilfe sowie gegebenenfalls durch die Ausrufung des Katastrophenfalles vor. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Beuth, ich habe Sie richtig verstanden, dass diese Notfallplanung seitens des Landes zentral vorgenommen wird und dann in Absprache mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. Ist das richtig? Herr Staatsminister Beuth. Wir haben Notfallunterkünfte im Moment ja schon entsprechend organisiert in Wiesbaden, in Hanau, in Frankfurt selbst, in Darmstadt und in Offenbach. Und diese Notfallunterkünfte sind durch die Katastrophenschutzbehörden, also durch den Oberbürgermeister als in Auftragsverwaltung oder durch den Landrat entsprechend in Amtshilfe für das Land errichtet worden. Die Frage 376 ist zurückgezogen worden. Dann kann ich aufrufen, die Frage 377 des Herrn Abgeordneten Spieß. Wer übernimmt? Oder ist er da? Frau Dr. Sommer, bitte schön. Ich
Ich frage die Landesregierung, warum wird die medizinische Versorgung von Flüchtlingen in den Zelt- und Notaufnahmelagern durch niedergelassene Ärzte vor Ort im Lager nicht gestattet? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, in etlichen Unterkünften der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind niedergelassene Ärzte als Honorarkräfte tätig. Meine Damen und Herren, damit sind die Fragen, die einbezogen worden sind, in die Regierungserklärung beantwortet.